Stückchen. Einfach gemacht, simpel gemacht, meine Idee für euch von mir. Und die kann man wirklich in jede Deko einlegen. Fensterbank, an Astbinden, ins Fenster, in Weihnachtsbaum, in jedes Gesteck. Und dann hat man Spaß. Meine Deko-Wölkchen. Schneebälle. Und noch mehr. Die möchte ich euch gerne zeigen. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute in meiner Winter-Weihnachtsstube. Und zwar habe ich, sieht man's, Schneebälle. Wölkchen für euch, die man toll als Deko für Weihnachten, aber auch für den ganzen Winter verwenden kann. Die könnt ihr in euren Weihnachtsbaum, in eure Deko einlegen oder gleich festbinden, wie euch das am besten gefällt. Vielleicht noch so einen tollen Vogel mit rein. Einfach gemacht, simpel gemacht und die kann man natürlich auch für ganz andere Sachen verwenden, als Geschenkanhänger und. Und hier sind sie als Wölkchen oder Schneebälle. So, was brauchen wir? Wir brauchen erst eine Grundwolle. Wir können nicht alles mit der Fellwolle machen. Ich habe hier verschiedene. Das ist eine ganz dicke. Die ist wirklich toll. Es gibt auch diese in dünner. Das kommt darauf an, wie groß deine Bommel oder dein Anhänger werden soll. Wenn du nur die kriegst, kannst du es auch doppelt häkeln. Einfach den Faden doppelt genommen und gehäkelt. Kein Problem. Das ist jetzt schon mal so eine Fellbommel, aber wir brauchen eine Grundform. So sozusagen eine Platte, wo wir es drauf machen können. Dazu nehmen wir erstmal den Faden ungefähr 50 cm doppelt, nehmen eine Schlaufe und häkeln in die Schlaufe einmal hinein. Und dann machen wir uns Luftmaschen die ganzen Zentimeter entlang, die wir jetzt doppelt genommen haben, aus dem einfachen Grund, wir wollen sie irgendwo einbringen. Anhängen, einknoten, aufknoten und dann haben wir schon mal sozusagen die Befestigung und das doppelt. So, und das machen wir wirklich, bis der Faden aufgebraucht ist, der doppelte. So, ist er. Jetzt machen wir nochmal zusätzlich 1, 2, 3, 4 Luftmaschen und dann gehen wir die 4 zurück und machen da hinein eine Öse oder eine Kettmasche, wie ich gelernt habe. Bei uns ist das eine Öse in der Röhren und gut. So, in diese kleine Öse dann hinein, die sich bildet in den Kreis, machen wir 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und verschließen es. In die erste feste Masche holen wir uns eine Öse raus, eine Schlaufe und ziehen die durch die hintere. Dann haben wir den ersten kleinen Kreis. Jetzt machen wir 2 Luftmaschen und jetzt machen wir in jede feste Masche 2 feste Maschen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das ist jetzt
die Grundform von dem tragenden Gestell, will ich mal sagen. Weil das geht nicht mit der Fellwolle, das sieht man überhaupt nicht. So, und dann schließen wir den wieder. Wenn die Bommel noch viel größer werden soll, dann mach bitte noch eine Reihe dazu. Und zwar Anfang zwei Luftmaschen, dann eine feste, zwei feste, eine feste, zwei feste, eine feste in jeweils eine Masche. Ne? Wir nehmen dann gerade zu. So, wenn du dann soweit bist mit deiner letzten Reihe, dann zieh bitte mal deine Wolle, damit eine Öse wieder länger durch, auch so wieder 50 cm. Und damit häkeln wir jetzt das zweite Band. Und das ist die Trägerplatte. Jetzt würden wir auf die Fellwolle wechseln. Aber Nachteil. Beim Häkeln würdet ihr überhaupt nichts sehen. Gar nichts. Deswegen mache ich das jetzt weiter mit der normalen Häkelwolle. Oder dir gefällt das in der Häkelwolle und du nimmst gar keine Fellwolle. So, wie gesagt, wir wären jetzt gewechselt auf die Fellwolle oder du bleibst hierbei. So, und jetzt musst du Luftmaschen machen. Kommt drauf an, wie groß deine Bommel ist. Dein Anhänger werden soll. Ich fahre immer ganz gut mit 10 Stück. Jetzt habe ich 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann mache ich rundherum in die nächste eine feste Masche. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und mache eine feste Masche. Immer, also keine Masche freilassen, sondern immer dazwischen 10 feste Maschen, 8, 9, 10 und eine feste. Rundherum, das sieht dann aus wie eine Blüte. In jede feste Masche eine feste Masche und dazwischen immer 10 Luftmaschen. Machst du längere Luftmaschen, 15, 16, 17, wird das größer. Kannst du selber variieren, kann man riesengroß machen, muss man sich nur viel Arbeit machen, sieht aber toll, toll aus. Nochmal ein Tipp, schaut mal, hier ist das Band auf der Seite, hier ist es mittendrin. Es ist schöner, wenn die beide gegenüberliegend sind. Und wenn du bei den Luftmaschen bist, dann nimm doch einfach das Band ein bisschen rüber auf der Rückseite. Geh in die feste Masche hinein, wo die 10 Luftmaschen sein sollten und nochmal durch das Band hindurch und fixierst dir so. Kann man auch dann zum Schluss nochmal annähen. Mit dem Faden und dann ist man schön rechts und links und kann das dann so schön anhängen, anbinden. Na, noch so ein Tipp nebenbei. So, jetzt aber einmal drumherum. Die letzten 10 Luftmaschen kommen auch in die erste Masche wieder. Rundherum. So, geht weiter mit 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt müssen wir innen die feste Masche setzen. Man sieht ja hier die kleinen Löcher. Ne? Man muss jetzt rundherum gehen, in das Loch hinein und Loch raus. Und feste Masche. Wieder 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Ins Loch hinein. Und da wieder raus. Und da gehen wir rundherum. Als rundherum, rundherum, bis wir in der Mitte sind. Je mehr du machst, desto buschiger wird das. So, bei der Fellwolle sieht man das natürlich nicht so gut. Dann ist es egal. Geht einfach hinein,
und wieder raus und setzt so viele Schlaufen in Luftmaschen, bis es eine tolle Kugel wird, bis ihr innen drin seid. Richtig buschig, richtig viel und Hals rundherum, bis ihr am Mittelpunkt seid. Wenn man mal das Loch nicht erwischt, dann nimmt man halt ein anderes. Je mehr man macht, desto buschiger wird es. Dann müssen die noch ausgezogen werden, richtig? Die einzelnen Schlaufen, Bögen. Und dann hat man so eine tolle Kugel. Unter anderem in hell. Das zeige ich alles noch. So, das Grundmodell. Durch die letzte Schlaufe, Masche, Faden abschneiden, durchziehen, festziehen und dann unten vernähen. Und dann ist das Grundmodell auch fertig. So, und dann habe ich mal vorgearbeitet. Und dann seht ihr den ganzen Bommeln-Anhänger, die Wölkchen, auch mit zwei Farben. Da häkle ich erst einen Rand und dann knote ich die Wolle dran, weil die ist sehr schlecht zum Vernähen und mache dann den Innenbereich. Und dann auch den letzten Faden abgeschnitten, durch die letzte Masche gezogen, dann hier mit der Häkelnadel hier unten reingezogen und verknotet mit dem Anfang, den ich hier hatte. Das ist alles. Ich verknote es dann 5, 6, 7 Mal und dann ist es feste. So, und dann hoffe ich, es hat gefallen, mal was ganz anderes als an Deko. Selber gemacht, einfach gemacht, aber was Besonderes, wie gesagt. Noch viel, viel, viel mehr findest du in meinem Kanal. Häkeln, stricken, nähen, basteln, basteln für und mit Kinder, die große Weihnachts-Winter-Werkstatt und dann die Osterwerkstatt, Blumenwerkstatt, Workshop für Marionetten im Style von Harry Potter, die Magier und. Am besten auf meine Startseite gehen, kreativ-reich, die Kika-Plauderei. Und da ist oben so eine kleine Leiste und da steht Playlist. Und da am besten drauf gegangen, angeklickt und da ist alles sortiert. Häkeln, Stricken, Strickschule, Häkelschule, Dorf, Kind, Marmeladen, die vom Gänseblümchen anfangen bis zum Glühchen, Glühwein im Winter und. Lass dich mal inspirieren, meine Ideen für euch, für dich. Und jetzt wünsche ich eine wundervolle Zeit, alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin. Tschüss.